So, ich habe wirklich keine Idee, was das für ein Spiel ist. Unreal Technology und Bing Video. Propaganda Games. Klingt ja schon mal gut. Und Disney. Rennspiel? So extrem mäßig? Ich weiß trotzdem nicht, was für früher war. Frisbee-Spiel? Ist das dann viele 3 Punkte an einem Spiel? Greetings, Program. Welcome to the grid. Welcome to the grid. Tja, damit herzlich willkommen zu Tron Evolution von Disney. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Wir schauen mal rein. Mach mal Untertitel an. Hat das genommen? Manchmal muss man den A drücken und nicht B, sonst wird es wieder überschrieben oder irgendwas. Ja, wir spielen natürlich auf Hard. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, komm. Schon kriege ich jetzt mega aufs Maul. So. Na dann geht's mal los. Dann müsst ihr es genau ganz knapp sehen können, ne? Ich kann es ganz knapp sehen, das passt. Kevin Flynn, Grid Development Diary Entry Number. Ich habe keinen der Filme gesehen. In there, behind the screen. Things are getting intense. The system's evolving. It's way past games now. The programs, they're like people. But that's not the real mind meld. It's the ISOs, man. Isomorphic algorithms. Been 7 years since I discovered the grid and 5 since I found them. I still can't get over it. They just appeared. I didn't write them. No one did. They had their own functions, their own ideas. Free will, man. Try programming that. You can't. The basic programs, the ones I did write, and the ISOs, well, some get along, and some don't. Even my system administrator, Clue, seems different around them. Jalen. One of the leaders of the ISOs died in the game grids. Mm-hmm. I think it was murder. And that's where my new system monitor security program comes in. I wrote it to get things under control. Just hope it's not too late to help. Not too late for peace. Okay. Es gibt Stress. These rogue programs are cause for concern. Their timing is suspect. You see, today marks a historic point for our system. Radia, leader of the ISOs, is being installed as system administrator. Together, she and Clue will shape our system's future. Clue and I have stepped up security system-wide. The untimely death of another ISO leader, and now this strange attack, have us on high alert. I'll report to Flynn about our little skirmish in the Outlands. While I'm gone, I want you to monitor the perimeter.
prevent any unauthorized entry into the area. Be vigilant, program. We have to get to the bottom of this. Okay. Ich folge einfach mal diesen leuchtenden Kugeln. Das sieht hier auf jeden Fall schon mal witzig aus. My name is Cora. Radia asked me to join her. You know Radia, leader of the ISOs, soon to be system administrator? No entry without proper authorization. She's expecting me. But Clue isn't. Since the accident, security has been increased. No entry without proper authorization. Fine, then I'll get authorization. She looks determined to get into trouble. Okay, sie kommt da anscheinend sonst immer rein, aber dadurch, dass sie jetzt Sicherheit erhöht haben, nicht mehr. Ich laufe jetzt mal hier hinterher. Oh Gott, ich sehe schon, wie ich hier gleich abstürze. RT, um an der Wand zu runnen, genau. Das hat ja schon mal beeindruckend gut funktioniert. So ein Parcours-Spiel oder was? RT und dann A. Okay. Yeah! RT und dann A, Sprint Jump, okay. Oh, die Kamera ist sehr nervig. Woo! Okay, also einfach mit RT drüber. Oh Gott, das wird bestimmt nochmal richtig schwierig. Das hat ja super funktioniert. Ja, wenn ich nicht immer da angehalten worden wäre, dann... Okay. Okay, mit X kann ich anscheinend so eine Disk werfen. Irgendwelche Schalter für dich. Och Gott, ey, oh Mann, ey, das wird ganz schön schwierig. Ja, naja, ein klassisches Jump'n'Run würde ich es jetzt nicht nennen. Ja, Action-Adventure. Oh Gott, was mache ich? Also würdest du dann Assassin's Creed auch als Jump'n'Run bezeichnen? Wieso komme ich da gerade nicht hoch? Ich müsste sich da oben von alleine festhalten. Wenn ich A drücke, dann springt er in die andere Richtung. Aber jetzt komme ich hier nicht weiter! Ich bin noch im Tutorial.
Oder erst springt dann RT? Ah! So, okay. Archives are now open in L3 District. So. Nee, andersrum wieder. Object complete, File acquired, Navibit. Bonfiles? Okay, hidden. Er war total gut versteckt gerade. Wobei, ja, du kannst recht haben, dass es mehr so ein Spiel ist. Wobei ich es dann trotzdem als Parkour oder so. Zeig ich dir bitte. Jump Run ist ja auch so eine ganz eigenartige Bezeichnung. Weil es halt gar nicht so klar gegrenzt ist. Eigentlich heißen die ja Plattformer. Okay, jetzt gibt es anscheinend so ein Kampfding. Erinnert mich echt ein bisschen an die Spider-Man-Spiele. Okay, Nahkampf ist anscheinend mit B. Ich sehe schon kommen, dass ich gleich tot bin. Ich hätte jetzt gerne noch einen Knopf zum Blocken oder zum Kontern oder irgendwie sowas. Dankeschön. Och Gott, von wo muss ich denn nochmal spielen? Komm her! Ich dachte, wenn ich direkt nur Nahkampfangriffe mache, dann kriege ich vielleicht eher mal gesagt, wo ich mich blocke oder die nächste fünf. Na gut, dann mache ich auch keinen Kampf. So. You can use world objects like benches to launch yourself into the air. Okay, ja, das hatte ich ja schon. Wie kommen denn da jetzt noch? How? Ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach so ein typisches Lizenzspiel. Also, der Film kam raus, die mussten irgendein Spiel machen, um ein Spiel zu verkaufen.
Which brings us to why we're here. Our user, Kevin Flynn, tells us the way to that perfection is with the ISOs. And if he says sharing the system administration with an ISO leader is the next step, I say, let the future begin. I present to you your new ISO co-administrator, Roddy. Greetings, programs. While I am honored to accept this position on this historic occasion, I do it with a heavy heart. For I was to share this honor with Jaylen up until his tragic demise. I wish with all my being he could have been here to witness this great moment. However, we must put aside grief. In the wake of loss, we must push forward for progress and embrace this new era of cooperation between ISOs and BASICs. Whoa! Der ist cooler, ich will den als Anführer haben. Was macht man? Man dreht sich um und schreit. It's your time. Embrace it. Sever the stage! Aber ich habe die Frisbee des Todes. Und den Superhelden. So wird. If this is what you want. Ja, ich habe 3 Minuten gespielt. Ich will jetzt den ersten Bosskampf. Abraxas. Sieht so ein bisschen wie ein Kater, oder? Ah, okay, dann muss man jetzt hier seine Fähigkeiten testen. Der ist irgendwie krasser als ich. My disease can spread faster than you can fight it. Oh nein, der stand doch gerade noch kurz auf der Plattform. Ich dachte, ich bin sicher. Press X, then press B to perform first strike. Okay. Okay. X und B. X und B. Nein, nicht Xbox Bing, sondern X und B. How? Okay, LT ist blocken. Oh nein, er hat meinen Angriff 3-mal geblockt. Ich stelle mich wieder auf die Plattform. You'll
Willkommen zurück, Minecraft. Ich habe mit viel Cheaten und viel Zurückspulen das Rennen gewonnen. Und bin bei Forza jetzt durch. Ich will jetzt mal gucken, was das hier ist. Okay, also ich kann nichts gedrückt lassen und dann POW! Greetings, Program! Woo! I think you would have preferred death to this. Oh Mann, jetzt muss der Frisbee-Meister woanders hin. Er hat noch einen wichtigen Frisbee-Termin. Ah, a new type of system monitor. Good timing. Seems I owe you one. A viral attack shouldn't be possible. Perhaps this will give us an answer or two. Clue! What happened? A virus. It infected many. Both ISOs and basics. Impossible. You know this system is closed. Nothing gets in without me. And it didn't. It was already here. It evolved from the inside. It seems this Abraxas virus was once an ISO. No way, man. An ISO wouldn't do this. How can we know for sure? By definition, they're unpredictable. They have no directive, no ordained function. They're a flaw. I blame myself. I should have seen this coming. And now their unpredictability has progressed into a form that could jeopardize the entire system. The ISOs aren't flaws. They're as much a part of the grid as you are. Flaws, my apology, I misspoke. I meant deviations. Programs with free will aren't deviations, Clue. They're a miracle. It's my fault you don't get it. I programmed you. Your limits are my doing. Well, that wasn't a knock on you, buddy. It was a knock on me. But let's stay focused on what's important. Eradicating this virus has to be the priority. Flynn, you should leave the grid. It's an unnecessary risk being here while we resolve the situation. Right, right. But I'm not sitting this out, Tron. You tackle it from in here, and I'll see what I can do from the outside. I'll escort you to the portal. After I get Flynn out, I'll rejoin you and provide assistance. Until then, I need you to track down that virus and maintain surveillance on it. Hat jemand einen der Filme gesehen? Ah, ich kann mich hochleveln.